Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch die Made for Stars Palette von Catrice vor. Viel Spaß beim Anschauen. So, wie schon gesagt, stelle ich euch heute die Made for Stars Palette von Catrice vor. In dieser Palette sind laut Beschreibung 21, also heißen tut sie 21 Luxurious Nude Color Eyeshadow and Face Palette. Also, es sind nicht nur Lidschatten drin, sondern auch Sachen fürs Gesicht. Aussehen tut die Palette so. Also das ist jetzt die Verpackung, das ist so eine Kartonverpackung, wo ich es schon rausgenommen habe. Die ist total schön. Also die Verpackung gefällt mir. Und die Palette sieht dann... Jawohl. So aus. Ist auch so ein bisschen weich zum Angreifen. Klappt man dann auch. Da ist ein Spiegel drin. Wie natürlich immer. Und da ist so ein... Ich muss das jetzt... Hier. Da ist so ein Plastik drauf. Auf dem Plastik steht You're a star in someone's sky. Ist total süß. Und die Palette selbst sieht dann so aus. Spiegelt jetzt total. Da oben sind eben Lidschatten. Das dürften Highlighter sein. Da sind so Blushes. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Blushes sein sollen. Ich glaube schon, dass das Blushes sind. Ja. Oder ob es Contouring sein soll. Aber für Contouring ist es zu wenig dunkel und irgendwie zu glitzerig. Okay. Ja. Dann werden wir mal swatchen. Swatchen. Also ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt von so Reihe nach durch einfach. Ich mache jetzt die Swatches. Fühlt sich sehr pudrig an, das Ganze. Also, der ist nicht cremig. Der jetzt schon. Ist ein matter, der matte ist cremig. Bleh. Okay. Staubt ein bisschen. So, das sind jetzt alle Farben der letzten Reihe. Ah, der ersten Reihe. Mir wird übrigens gerade am Handy eingeblendet, dass ich bald schlafen gehen soll. Also Leute, ich soll ins Bett. Ich muss schneller swatchen. Ich soll ja auch schlafen. So, dann kommen wir zur zweiten Reihe. Wow, den sieht man ganz schlecht. Also den kann man knicken. Sage ich jetzt ganz brutal. So, das sind die Farben der zweiten Reihe, beginnend hier. Dann kommen wir zur dritten Reihe. Das ist eine total schöne Farbe, weil die so, wie sagt man, holographisch ausschaut. Sagt man es so? Ich glaube schon. Das war jetzt totaler Trend, eine Zeit lang. So, das ist die dritte Reihe an Lidschatten.
Dann kommen wir zur vierten Reihe. Das sind Highlighter, soweit ich sehen kann. Also so ein Pink holographisch glitzerig mit Gold glitzerig. Ich mache jetzt gleich noch dran die nächste Reihe. Also ab da ist quasi so rüber, das ist die letzte Reihe. Also die Farben sind generell total schön. Die sind so holographisch, das auch so ein bisschen. Und der hat so einen goldenen Unterton drin, der letzte, der bronzene. Sieht total schön aus. Also die gefallen mir total. Den hätte ich gerne als Lidschatten. Werde ich vielleicht dafür verwenden. Ja, ihr habt jetzt alle Farben der Palette gesehen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, damit ihr euch entscheiden könnt, ob das was ist für euch oder ob das nichts ist für euch. Es kommt ja bald Weihnachten. Was ich erwähnen will, ist, es ist eine Limited Edition. Also ich habe mir schon schwer getan, dass ich die bekomme. Solltet ihr planen, dass ihr euch das als Weihnachtsgeschenk kauft oder für jemanden als Weihnachtsgeschenk, dann solltet ihr schnell sein. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentarbox rein, abonniert meinen Kanal ist ganz wichtig. Und ansonsten wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao!